Tag 4 der Fickmühlenwanderung. An dem Tag lief ich 41,9 Kilometer, startete zwischen Hagen im Bremischen und Lehnstedt, bin dann über Lehnstedt, Meyenburg und Eggestedt bis nach Bremen-Gröpelingen gelaufen und habe mich am Ende aus Müdigkeitsgründen dazu entschlossen, von dort aus die letzten 10 Kilometer bis nach Hause mit der Straßenbahn zu fahren. So, jetzt Videostart kommt. Ne, guten Morgen. es ist 9 Uhr. Kurz vor 9 Uhr. Nicht so spät wie gestern, aber trotzdem auch nicht so ganz früh. Naja, gleich Tag 4 Start kommt. Tag 4 der verschmierten Scheißwanderung. Ich muss gleich beim Termin anrufen und diesen verschieben. Da, wo ich eigentlich heute hin wollte, also müsste. Mich hat dieses Vogelgezwitscher heute Nacht sehr oft wach gemacht. So, gleich Sachen zusammenpacken, Zähne waschen und danach Tag 4 der verschmierten Scheißwanderung Start kommt. So, jetzt Wurfzelt zusammenbauen. Ich habe mit ganz viel Mühen mein Wurfzelt zusammengebaut. Oh du Scheiße, ich habe fast kein Wasser mehr. Und diese eine Wasserflasche, die ist mir ja von Rucksack verloren gegangen. Gestern. Das ist voll scheiße, voll ärgerlich. Das heißt, ich bin auf jeden Fall mega verpflichtet, mich mit so wenig Wasser wie möglich irgendwie die Zähne zu putzen und mein Gesicht zu waschen und meine Hände auch noch. Ich habe auch fast nichts zu trinken hier. Außer dieses Wasser, ein Bier und noch so ein Rest von diesem Kokoswasser. Mehr trinken habe ich auch nicht. Das heißt, ich bin verpflichtet, wenn ich die nächste Ortschaft angekommen bin, muss ich auf jeden Fall irgendjemanden fragen, der mir irgendwie Leitungswasser abgeben könnte. Aber erstmal so ein bisschen Wasser missbrauchen. Und ich hätte jetzt auch voll das Bedürfnis, Dusche zu machen, weil ganz viel Stink kommt und klebt alles und sowas. Und wenn ich genug Wasser hätte, also wenn ich viel mehr Wasser hätte, eine ganze Flasche oder sowas, oder wenn hier ein Bach wäre, der so richtig reines Wasser hat, dann würde ich mich direkt hier vorne hinstellen und hätte mich mit meiner kleinen Outdoor-Dusche. Mit meiner kleinen Dusche, die ich mal selbst gebastelt habe, hätte ich mich jetzt locker duschen können. Das wäre richtig angenehm. Aber jetzt, scheiße. Kaum Wasser. Muss ich mit Stink weiterlaufen. hier, meine Sachen sind fast gepackt. und darauf, dass die Sachen fast gepackt sind, und weil ich sowieso hier noch einmal gleich hier ein Termintelefonat führen möchte und Google Maps einschalten wollte, werde ich hier zum krönenden Abschluss mein letztes Bier beziehungsweise mein Guten Morgen Bier trinken. Endlich wieder Bier trinken. Ach ja, guck mal, hier vorne, das ist mir auch erst heute Morgen aufgefallen, wo ich hier aufgestanden bin. Hier vorne ist eine Falle für, keine Ahnung, was für Tiere oder so. Das sieht für mich wie eine Falle aus. War ein bisschen riskant, hier zu zelten. Weil, wenn da eine Falle aufgebaut ist, dann heißt das, dass hin und wieder mal Leute hier vorbeikommen. Keine Ahnung, ein Förster oder sowas. Deswegen ist es eigentlich total riskant gewesen, hier zu pennen. Und deswegen nach diesem Bier werde ich dann direkt weitergehen. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass hier ganz viele Wildschweine rumlaufen. Ich habe zwar diese Nacht keine gehört, aber hier vorne ist zum Beispiel ein Loch. Und das sieht für mich aus, als wenn das hier von Wildschwein hier aufgegraben wurde.
Und auch wenn den ganzen Wurzel und so weiter, das sieht aus wie guter Versteck für Wildschweineherden. So, Scheiße, es ist schon 20 nach 10, aber jetzt Wanderungsstart kommt. Hier, D3 Shepard, voll cool. Und damit noch mehr D3 Shepard, habe ich mein urinfarbiger Fummel schon wieder ausgezogen. Extra, damit noch mehr D3 Shepard kommt. Ich laufe hier jetzt die ganze Zeit durchs Dorf rum und suche irgendjemanden, der irgendwie draußen im Hof sitzt, den ich nach Wasser fragen kann. Weil, keine Ahnung, ich finde das unangenehm, wegen Wasser irgendwie zu klingeln oder so. Deswegen laufe ich hier rum und hoffe, dass ich jemanden draußen finde, den ich hier doch Trinkwasser zum Wasser trinken fragen kann. Ne, ich war gerade bei so einem Kindergarten, die waren draußen gewesen. Ich habe da nach zwei Flaschen, nach Leitungswasser gefragt, damit ich Wasser trinken kann. Und das haben sie mir aufgefüllt, was ich voll cool finde. Und die haben mir ein Wassereis angeboten, das finde ich voll nett, zum Eisfressen. Ne, guck mal, hier, ich habe hier eine voll verschmierte Bank gefunden. Und weil ich hier eine verschmierte Bank gefunden habe, werde ich jetzt erstmal frühstücken. Fressen ist fertig. Und schon wieder laufe ich so einen Waldweg, wo kein Asphalt ist und sowas. Was bei so welchen Gepäck auf jeden Fall schwerer ist, voranzukommen. Den laufe ich jetzt lang. Google hat mich genau hier hingeführt. Und da geht's überhaupt gar nicht weiter. Da ist nur eine Hofeinfahrt. Und das sieht so aus, dass ich diesen ganzen Weg hier umsonst hergelaufen bin. Und dann jetzt diesen ganzen Weg wieder zurücklaufen muss. Sowas ist voll scheiße und dreckig von Google gemacht. Ich mag das so nicht. Also wirklich, hier, Google hat mich als erstes hier hingeschickt. Hier war dieser Hof, wo ich nicht mehr weiterkam. Da bin ich den ganzen Weg zurückgelaufen und bin den nächsten Weg gelaufen. Mit der Hoffnung, irgendwie hier irgendwann zu kommen. Und jetzt bin ich direkt hier, hier bin ich. Und hier ist diese scheiß Autobahn. Und jetzt bin ich hier und hier geht kein Weg rein. Also, das geht gar nicht klar. Jetzt versuche ich mich durch den Wald durchzukämpfen, damit ich dann zu dieser scheiß Straße komme. Also sowas ist auf jeden Fall, sowas hat viele Nerven dran. So, dieser scheiß Weg, der ist doch nicht so waldig wie gedacht. Aber ich hoffe, dass ich da ganz hinten bei dieser Brücke, dass ich da irgendwie drauf komme. Ja, hier, guck mal, da geht was hoch, aber ein Weg mit Schwierigkeit. Guck mal, ich habe diesen Weg mit Schwierigkeit geschafft. Und da ganz hinten ist dieser Bauernhof, wo ich von der anderen Seite nicht durchkam. Der mir den Weg versperrt hat, wo mich Google durchgeschoben hat. Und jetzt laufe ich diese Straße nach da lang weiter. Oi. Ich bin vorher die ganze Straße gelaufen und jetzt bin ich schon wieder auf so einen sandigen Weg reingeraten. Wo ich die ganze Zeit mein scheiß Waggon hier schieben muss über diesen ganzen Sand. Extra, damit das schwerer ist, ganz viel KMs zu schaffen. Beziehungsweise, dass es noch schwerer ist, Bremen zu erreichen. Heute noch. Es ist schon 2:30 oder so. Scheiße gefunden! Ich hab grad Scheiße gefunden. Dieser Sandweg, der wird immer sandiger und sandiger. Das ist voll voll schwierig, das rumzuschieben über diesen Sandweg hier. Ne? Hier, ich mach schon wieder eine Fräspause zum Fressen, damit ich noch mehr Kraft habe für nach Bremen laufen. Mein Magen fühlt sich so leer an. Und deswegen Fräspause kurz. Und ich bin, glaube ich, bei 18 km. Ich habe diesen Brötchen aufgefressen und jetzt weiter zu gelaufen. Oi, ne. Ich habe hier 6 Pfanddosen gefunden. Und 6 Dosen bedeuten gleich 1,50 €. Das heißt, wenn ich die dann verkaufen tue, das würde für 2-3 Bier reichen, die ich dann später trinken kann. Ich glaube, die nehme ich mit. Verkauf die dann beim nächsten Laden, falls ich eins treffe, damit ich später Bier trinken kann. Extra zum Bier trinken. Diesen Schuhen, die so viel Kaputtheit haben, die so viele Beschädigungen haben,
dass da hier kein Gummi mehr drauf ist, was mich festhält. Hier auf diesen Schallsteinen da rumzulaufen, das geht überhaupt gar nicht klar. Ich rutsche ständig weg und ich habe mich schon mehrmals fast hingepackt. Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn ich mir demnächst die neuen Schuhe kaufen kann. Damit ich so richtig mit Grieb ganz weite Strecken laufen kann, ohne diese ständige Ausrutschen und sowas. Und ohne, dass irgendwelche Kieselsteine in meinen Hacken drin stecken bleiben. Wie hier kommen jetzt gleich schon wieder Kieselsteine. Wenn da irgend so ein Spitz am Hacken da drauf trifft, das ist voll unangenehm. Und so muss ich die ganze Zeit rumlaufen. Ne, hier, guck mal, ich habe hier so einen ganz kleinen Fluss gefunden. Und von diesem Flusswasser mache ich mich so ein bisschen leicht sauber. Also nicht komplett, weil da drüben ist ein Gehweg, wo hin und wieder mal jemand vorbeifährt. Aber zumindest das Oberflächliche. Jetzt, keine Ahnung, meine Oberkörper so ein bisschen sauber machen und vielleicht auch meine Beine so ein bisschen. Oder mein Gesicht und dann geht's weiter. So. Jetzt fühlt sich meine Haut nicht mehr so klebrig an und so benutzt und sowas. So, und so salzig und so. Endlich bin ich so ein bisschen frisch geworden. Das finde ich voll cool. Jetzt habe ich mich ein bisschen aufgefrischt. Und jetzt Wanderung, Fortsetzung, Start kommt. Ach ja, stimmt. Hier, ich habe noch eine weitere Pfanddose gefunden. Aber die ist so ein bisschen zerknickt. Mal gucken, ob die in so ein Fanta-Automat reinkommt. Durchpasst. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich glaube, ich gebe Pfand ab, wenn ich den Fehlgesack bin. Das braucht noch ein paar km. Ich weiß jetzt noch nicht, so wie viel. Vielleicht eine Stunde Gehweg oder so. Oder eineinhalb Stunden vielleicht. Mal gucken. Ich habe hier diesen voll verschmierten Edeka gefunden. Jetzt kann ich hier bei der Pfandverkauf gehen. Und Bier kaufen gehen. Nee, ich bin jetzt gerade von diesem verschimmelten Edeka wieder zurückgekommen. Und ich habe mir 3 Ratskrone gekauft. Wisst ihr warum 3 Ratskrone? Weil wenn ich ein teureres Bier gekauft hätte, dann hätte ich nur 2 Bier. Und mit Ratskrone habe ich jetzt 3 Bier geschafft. Und weil dieser Ratskrone das eine Dose ist. Und wenn 3 Ratskronen ausgetrunken sind, dann kann ich diese Dosen auch verkaufen. Und dann habe ich noch ein Bier zum Schluss. Und weil Ratskrone mich hier total müde macht und schlapp und so weiter. Weil das so ein Billigbier ist. Damit die letzten Kilometer eine noch größere Herausforderung für mich wird. Deswegen habe ich mir Ratskrone gekauft. Und darauf erstmal ein Bier trinken. Guck mal, Autobahn! Bierpower! Bierpower! Ich hab Bierpower gemacht. Scheiße, ich hab mein Bier ausgetrunken. Und deswegen werde ich noch schon wieder hier mein zweites Bier aufmachen. Also mein zweiter Ratskrone meine ich jetzt. Scheiße, ich habe schon wieder mein Bier ausgetrunken. Und deswegen, und darauf werde ich schon wieder mein dritter Ratskrone aufmachen. Ach ja, und hier, guck mal, dieser Sack mit meinem Pfand drin. Ich habe 2 Dosen irgendwo gefunden, aus Zufall. Und das heißt, wenn ich dann später irgendeinen Laden treffe, für den Fall, falls ich rechtzeitig ankommen sollte, dann kann ich nicht nur ein Bier, sondern 2 Bier kaufen gehen. Das finde ich voll cool. Jetzt hinter Fegesack sehe ich das allererste Mal so ein Wanderzeichen, so ein Wanderwegzeichen.
wo ich glaube, dass das vielleicht dieser Unterweserweg sein könnte. Also, glaube ich, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und, Scheiße, es ist schon 9:30 und ich habe noch, keine Ahnung, über 20 Kilometer oder so zu wandern. Also, glaube ich, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Also laut Schildern. hier, ich will einen Einkaufsladen treffen, wo ich hier mal Pfand abgeben kann und danach Bier kaufen kann. Oh Scheiße, es ist gerade 22.22 Uhr. Und ich weiß jetzt hier in der Nähe überhaupt keinen Laden, der irgendwie offen hätte. Ich wüsste, dass jetzt im Viertel irgendwie, keine Ahnung, bis 11:30 oder so ein Laden hier an Rewe offen hätte. Aber bis dahin schaffe ich das bestimmt nicht, um 11:30 dort zu sein. Und deswegen muss ich diese Wandertour ohne Bier trinken zu Ende bringen. Und ja, ansonsten bin ich hier mein letztes Brötchen fressen. Bevor Wanderung Fortsetzung kommt. Ui. ich bin gerade in irgendwas reingetreten, was volle Karte hier sich reingebohrt hat. Hier in diesen Loch rein. Und deswegen prüfe ich mal, ob ich Verletzungen bekommen habe oder ob sich das nur so anfühlt. Nee, sieht eigentlich ganz gut aus. Aber hier dieser Umkreis, mein anderer Fuß hat genau auch so einen Umkreis. Da sieht man, dass ich da ganz viele, hier, wie heißt das nochmal? Dass da ganz viele Kieselsteine dagegen gefallen sind. Und deswegen dieser Kreis da ist. Und eben gerade habe ich so einen kleinen Schreck gehabt, weil dieser spitze Gegenstand, der hat sich so ein bisschen spitzer gefühlt als diese Kieselsteine. Keine Ahnung, vielleicht ein Glasscherbe oder sowas war das. Aber keine Ahnung, hat mein Fuß doch ausgehalten. Ne, ich bin jetzt gerade bei Kilometer 40 und ich merke, dass hier ganz viel Fußschmerzen kommt und meine Augen fallen die ganze Zeit zu. Ich spiele mit den Gedanken, mit der nächsten verschmierten Straßenbahn zu fahren oder ob ich diesen Weg komplett zu Fuß durchlaufe. Weiß ich noch nicht. Aber wenn ich von hier aus zu Fuß nach Hause laufen müsste, glaube ich schon, dass ich mehr als 10 Kilometer noch machen müsste. Also mehr als 2 Stunden laufen. Bin echt müde und schlapp und kaputt und deswegen, ich bin jetzt gerade bei, ich glaube, Gröpeling Endhaltestelle. Da vorne sind, da hinten sind diese hier Straßenbahnhaltestellen. Ich weiß noch nicht, ob ich den nehme oder nicht. Weil wenn ich den nehme, dann stoppe ich hier gleich die Aufnahme und fahre dann mit der Straßenbahn nach Hause. Bringt nichts. Ich habe bei 42 Kilometer gestoppt und bin jetzt in dieser verdreckten, verschmierten Drecksstraßenbahn und auf dem Weg nach Hause und habe hier mit der Aufnahme gestoppt. Bin viel zu müde und ganz viel Fußschmerzen und sowas. Aber überwiegend wegen Müdigkeit und wegen Schlappheit und sowas. Ich würde sagen, man sieht sich gleich, wenn ich gleich bei mir zu Hause bin. Bis gleich. Nee, es ist 2:30 und ich bin zu Hause angekommen. Und keine Ahnung, das wären bestimmt mehr als 10 Kilometer gewesen, die ich noch zu laufen hätte, wenn ich von Gröpeling wieder nach Hause gelaufen wäre, also sprich über 2 Stunden. Und ich war dann auch noch so müde gewesen, weil ich wollte das Risiko nicht eingehen, dass für den Fall, falls ich hier mich irgendwo hinsetze kurz und dann plötzlich einpennen sollte, dass ich danach nach dem Aufwachen dann plötzlich plötzlich merke, dass der Wagen weg wäre. Das wäre richtige Scheißvorstellung. Und die Löcher von meinen Schuhen haben mittlerweile so viel Fett dran, wo die ganzen Kieselsteine irgendwie in meinen Hacken da rein gefallen sind und genervt haben. Das hat voll gestört und Zeit gekostet. Und das war auch noch anstrengend wegen diesen hier, weil das hier alles aus Hartplastik besteht. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie auf Asphalt oder Stein oder Fels durchlaufe, dann rutsche ich die ganze Zeit weg und das kostet immer wieder Energie und sowas. Wenn Bremen zum Beispiel aus kleinen Dörfern bestehen sollte, wo hier Waldplätze und so weiter da wären, dann hätte ich wahrscheinlich noch eine weitere Nacht irgendwo draußen gezeltet oder so und morgen irgendwann nach Hause gelaufen. Weil hier,
von da aus, wo ich war, also hier von Fegesack aus bis hierher, war nur Stadt und höchstens Stadtpark, wo man auch nicht irgendwie so heimlich unbemerkt zelten kann. Deswegen hatte ich mich dazu voll und ganz entschlossen, mit dem verschimmelten Drecksstraßenbahn zu fahren. So, hier, das war voll cool Wanderung gewesen. Nächstes Mal werde ich hier endlich neue Schuhe kaufen gehen. Da freue ich mich voll drauf. Und diese mal auf eine künftige Wanderung zu testen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin.